Hallo Leute und willkommen zu GTA Vice City Edition. Ich hasse mich doch selber, obwohl sich diese Edition ein bisschen falsch angehört hat. Auf jeden Fall, beim letzten Mal habe ich eine neue Story gestartet und wir durften uns das Intro angucken und noch vor allen Dingen, wie ich einen flachen Witz raushauen durfte. Auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal dann hier gleich weitermachen mit Ken Rosenberg. Soweit ich jetzt noch weiß, kommt ja jetzt diese nette Mission mit den Streikenden. Auf jeden Fall, es wird definitiv interessant mit mir. Weil ich glaube, es gibt ja... Oh, nein, doch. Okay, ich war wahrscheinlich eins zu weit. That there are more criminals in this town than in prison. It's a wonder. Okay, let me think. Leute wie ich wenigstens was zu tun. There's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Oh Gott, ein Therapeut würde wahrscheinlich Ken Rosenberg echt helfen. Begib dich zum Malibu Club und suche Kent Paul. Im Sinne von Kent. Haha. Es tut mir einfach nur leid, Leute. Ich werde jetzt versprechen, ich werde jetzt damit aufhören, okay? Trotzdem, der muss so unbedingt sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Und Notierung zu mir selber. Ich sollte vielleicht nicht selbst für eine Sekunde weggucken, weil sonst werde ich es gleich bereuen. Und ein bisschen meinen Wagen beschädigen. Oh, obwohl, mein Wagen, das ist ja irgendwie nett. Eher den geklauten Wagen. Also wirklich scheißegal. Ah, Malibu Club. Ich werde mich schon mal drauf freuen, wenn diese Bankmissionen kommen werden. Halleluja. Oh, könnte ich theoretischerweise jetzt schon kaufen. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what? I'm looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm Paul. The governor, Andy. I'll sort things out. I mean, I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Wait. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals out kitchen of Hotel and Ocean Drive. Zum Teufel mit seinem rechten Auge los. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Mug. Give me a drink. And where's that slut? Oh Gott. Wisst ihr, was ich so wunderschön fand? Von seiner Perspektive war es ja sein linkes Auge. Gott, Deutsch, komm wieder zurück. Und von unserer war es ja von der rechten Seite. Was ich jetzt nur damit sagen wollte, ist, dass ich die ganze Zeit beim Augenlid rumgespastet. Das war wirklich unterhaltsam. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich noch irgendwas sagen und ich hab's vergessen. Sag mal! Ja, ich weiß, dass ich auf dem ziemlich hohen Bordstein drauf gefahren bin, aber trotzdem. Ich bin hier in GTA Vice City. Das soll es eigentlich noch nicht so ganz sein mit Bordsteine und dass es einen Effekt hat, aber... Oh, oh, ja, genau. Das wollte ich. Es hat ihn wirklich getötet. Okay. Hatte schon die Sorge, dass ich zu langsam war. Und wie ich ihn vermöbelt habe. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all Lone Ranger on my ass. The way Lone I see Ranger it, on we my two hombres in a strange task. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Ja, anscheinend haben sie wohl gar kein Problem damit erschossen zu werden, weil sie uns dann gleich verfolgen werden. So, Vance, Lance, Dance, guck mal, dass du ganz schnell rennst, weil ansonsten würde ich dich einfach zurücklassen. Auch wenn ich dich mitnehmen muss. So, 3, 2, gerade noch rechtzeitig. One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat.
Local gun shop. It's a couple of blocks away. Das gute alte couple of blocks away. Was sowieso das Beste ist, ich weiß nicht wieso oder ob ihr das auch habt. Und zwar die ganze Zeit, wenn Vance Lance Dance in dieser Mission hier spricht, er backt irgendwie ein bisschen rum oder seine Qualität von seiner Stimme lässt ein bisschen nach, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, was ich meine, war's Mikrofon. Ja, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich hier vielleicht ständig in die rosa Markierung umzusehen. Okay. Du kannst Waffen auswählen, indem du die linke oder... Leck mich doch jetzt kreuzweise, okay? Ja, $224. Ich werde das gar nicht versuchen, da was zu kaufen. Ja, es gibt verschiedene Waffentypen. Sag bloß, Spiel. Oh, ist jetzt alles okay? Fahre zurück zum Motel. Hotel. Tut mir leid, ich bin auf dem Trip. Was da sowieso so schön ist, was da alles an der Wand hing. Farmers, eine AK-47 und dann noch so eine Waffe. Ich kenne die zwar, aber leider den Namen davon vergessen, was mich irgendwie ein bisschen nervt. Aber naja, kann passieren, schätze ich mal. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tom. Guck lieber, dass du aufpasst, wo du hinfährst. Ich weiß, es kommt gerade von dem Richtigen, aber trotzdem. Naja, noch gleich vorweg, Leute, was ich komplett vergessen habe, ist, ich habe ja eigentlich beim letzten Mal die Bürgerwehr gemacht. Nur bin ich nicht sonderlich weit damit gekommen. Um genau zu sein, was war's? $100 habe ich verdient. Weil ich habe 400 verloren, weil ich verhaftet worden bin. Das war sowieso so ganz blöd. Mitten im Fahren mehr oder weniger verhaftet der Polizist mich, aber war auch leicht verständlich, weil wahrscheinlich die Tür offen war. Gott, da hat man gepanzert in den Force, was passiert. Die Tür spackt die ganze Zeit rum. Wann wird der Ding verhaftet? Hä? So. Wer auch immer mich gerade eben angerufen hat, könntest du bitte mir nochmal die Ehre erweisen? Ne? Ist cool. Dann fahre ich mal dabei zu Ken Rosenberg. Aber jetzt auf jeden Fall, sollte die Mission mit diesen Streikenden kommen. Hoffentlich, weil ich liebe diese Mission einfach nur. Und soweit ich ja weiß, wenn man diese Kleidung nicht aus diesem Laden mitnimmt oder von dem Laden, wird man ja gleich am Anfang von den Streikenden oder von den Arbeitern zusammen vermöbelt. Danke, sehr nett von dir. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Ich schätze mal, das heißt nein. Echt schade. Also, dann haben die wohl einen Käufer für die Ware gefunden. Ja. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Wirklich, yes. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn. And they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? Doch. I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. It's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Mr. Leiter. More crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Keine Ahnung. Oh Gott, ja. Dieser Hammer wäre nützlich. Florida, moron. Also, was ich jetzt nur ganz kurz sagen wollte, ist, vergesst einfach diese Mission mit den Streikenden, die ich erwähnt habe. Heilige Scheiße, ich bin heute echt auf dem Trip. Ich hab wirklich gedacht, dass die eigentlich weiter aus Spür kommt. Ich habe dieses Spiel schon so oft gespielt. Ich weiß doch normalerweise die Reihenfolge. Aber ich weiß nicht, ob es heute die Hitze ist oder, wie gesagt, dass ich auf dem Trip bin. Aber trotzdem, ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich die Typen besuche. Und eigentlich, ja, ich hätte den Typen hinter mir eigentlich angreifen können. Also zuerst, glaube ich, wäre sogar besser gewesen. Aber ist das sowieso egal, dann kann ich ja die Fahrzeit ein bisschen verkürzen zu Ken Rosenberg. Oh Lordy. So.
Das Fahrzeug hat sich jetzt wirklich nicht bewegt. Nicht schlecht. Schrottet das Fahrzeug des Geschworenen. Es gibt nichts Schöneres. La, 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 la. Ich meine, ich würde ja auch mal gerne drauf schießen, aber ich glaube, Pistolen oder Pistolenschuss würde jetzt nicht direkt ausreichen. Ja, komm jetzt, Tommy! Es gibt nichts Schöneres als ein Psycho mit einem Hammer, der gerade eben das Fahrzeug von dem Geschworenen zerdellt. Bis später. Was er sich wohl gerade eben gedacht hat. Aber das Wunderschöne ist ja jetzt, ich kann den Sentinel verwenden. Er raucht nicht, er hat keinen Platten, also besser könnte es wirklich nicht sein. Oh Gott. Dieses Rauschen gerade eben, was zum Teufel. Jesus. Ich würde wirklich gerne wissen, was heute mit meinen Fahrersgüts passiert. Oh Gott. Ja, ich meine, so wollte ich natürlich fahren. Ich wollte natürlich die Seite von dem Malibu Club erwischen, ne? Und den Typen erwischen. Das war einfach geplant, natürlich. Heilige Scheiße. Ich werde trotzdem mal umschalten, auch wenn ich dieses Lied kenne. Nein, Scheiße. Ich will durchdrehen. Oh Gott. So, da. Aber ich darf mir nicht töten. Aber ich kann wenigstens die Übung machen. So. Fliehe, mein Vogel, fliehe. Schrotte das Auto des Geschworenen, damit er aussteigt. Okay. Zwei Hammer sind jetzt auch nicht dafür notwendig. So. Nein. Drauf. Schlagen, weil ich möchte, dass die Tür verschwindet. Sehr gut. You remember Giorgio? You remember he's innocent? Glaubt, das heißt ja? $400. Naja, wenigstens etwas. Der. Oh, meine Fresse. Nicht dein Ernst, oder? Naja, ich schätze mal, zum Glück hat dieses Fahrzeug sowieso einen Platten aus irgendeinem Grund. Deswegen, ist es sowieso egal. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich es bereuen werde, dass ich jetzt nicht speichere, aber ich muss es jetzt einfach machen. Wisst ihr, dass ich einfach jetzt mal kurz die Zeit hier spare. Lauter schöne Sachen. Und es ist einfach nur wunderbar, wenn der Motor nicht ein Geräusch macht.